Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Gut, neues Deck ist angefangen. Ja. Letzte Folge vor der Horde. Bin gespannt, wie sie diesmal wird, wieder. Ab und zu mal ein paar Nester mitnehmen, kann man da machen. Hier, da werde ich einmal eben drauf rumkloppen. Die bringen halt auch Potassium und Kohle. Ja, doch, Kohle bringen sie auch. Klar, es wäre ein Wunder gewesen, wenn ich jetzt nach den ganzen Steinen noch nicht mal Kohle in der Tasche gehabt hätte. Mhm. So, den hier noch. Und ich glaube, das war's dann auch. Was hier ein Stein rumliegt. Wo ist mein Bike? Da unten. Gucken, wenn wir noch einen Stein finden auf dem Weg, dann nehmen wir den noch mit. War noch ein Zombie gerade. Dachte ich zumindest, dass hier einer gewesen ist. Das ist, glaube ich, Blei. Da ist einer. Ja. Aber du kannst, kann ich auch. Mal gucken, ob wir treffen. Ja, wir treffen. So. Blei. Jetzt habe ich natürlich nicht mitgezählt, wie viel ich ja, doch, das geht sich aus. Manchmal hat man ja auch so versteckte letzte Flecken, wie hier zum Beispiel noch. So, 6000, 3000. Minibike. Da. Und Heimat. 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 Ach, da. Nee. Da? What? Wisst ihr was? Ich fahr mal bei dem Händler vorbei. Habe ich gerade mal so beschlossen. Just for fun. Mal gucken, was der so im Angebot hat. Ein paar Tokens habe ich hier im Bike. Sollte passen. Und von da aus machen wir uns dann auf den Weg nach Hause. Ach komm. Wald hier liegt. Und wir gerade haben. Nehmen wir mal mit. Ja, gibt es nur noch 38 mit der Picke. Ach komm, lass liegen. Lass mal liegen. Ich meine, wir brauchen es eigentlich auch nicht. Wir haben so viel Zeug. Blei haben wir noch eingeschmolzen, massig. Da kriegen wir massig Bullet Casings oder Bullet. Ne, Bullet Casings nicht. Bullet Tips oder Buckshots raus. Eigentlich ist das ausreichend. Mehr als ausreichend. Na. Kohle liegt halt noch massig rum, ne? Da könnte ich durchaus noch mal zuschlagen, aber nicht mit der angeschlagenen Picke jetzt hier. Na komm, Händler muss da langsam mal auftauchen hier. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Brenne. Brenn doch nicht. Ja, doch, etwas verzögert. Brennt, na, schon wieder. Mir ist Haupt, ich weiß, ich brenne, aber Hauptsache minus 1 Grad. Da bin ich jetzt irgendwie doof. Ah, da. Machen wir es mal so. So, was haben wir hier? Die könnte ich direkt vertickern. So, brechen wir die beiden mal ab. Thank God, a customer. Das kannst du alles haben.
stimmt, ich nehme ja auch noch Geld ein hier durch die durch den Verkauf von den Dingern hier. Die Teile kannst du haben. So, jetzt nehmen wir die beiden hier auf. Wo ist es? Weg und weg. 7 Plastik. Brauche ich jetzt auch nicht. 2 davon. Schade. Auch schade. Das passt. Und hier Animal Hide. Dann haben wir 8000 eingenommen. Achso, was hast denn du für mich? Oh, ein bisschen Munition nehmen wir immer mit, ne? Ja, das brauchen wir aber nicht. Ein bisschen 9mm, ja. Build Casings haben wir eh schon am Mann. Kostet nicht die Welt. Nehmen auch die Bullet Tips noch mit. Oh, dann habe ich schon kein Geld mehr. 5000 brauche ich. Ja, ist ja kein Thema, haben wir ja. Klatsch. Ja, komm, dann haben wir das hier auch weg. Das kommt noch da rein. Oh, hier habe ich noch ein paar Scheinchen, die kann ich auch noch tickern. Slugs, Papier, Kohle. Nö, der Rest bleibt. Gut. So, mein Freund. Hier noch ein bisschen Papier. Die kriegst du jetzt einfach auch vertickert. Auch wenn sie nicht heile ist. Ach komm, weg damit. Ah, dann nimmst du den auch mit hier. So. Wo wollte ich hin? Hier wollte ich. Nee, da wollte ich hin. Das Reinforced-Zeug kaufen. Ah, ein bisschen Brass ist da noch. Ah, da war noch Brass. Moment, das nehme ich noch mit. Ah, ist nur einer. Okay. Habe ich nicht drauf geachtet. Gut. So, jetzt aber ab nach Hause. Von hier aus nach da. Direkter Weg. Müsste da sein, ja. Genau. Der dürfte auch frei sein, den kennen wir schon. Da können wir hier schön über den Schotterweg, Gravelweg wollte ich jetzt sagen, will Schotterweg fahren. Teilweise zumindest. So, ich weiß nicht, ob das Minibike heute noch leer mache. Ich werde mich gleich erstmal bestücken, dass wir dann für die Horde sind und wenn ich dann noch Platz habe, mache ich das Minibike leer. Also, dann noch Zeit habe, soll man nicht erst. Ich werde das Minibike erst wieder einparken. Wobei einparken ist eigentlich dumm. Ja, wenn ich mal wirklich weg muss, aus welchen Gründen auch immer. Da ist mein Haus. Wenn ich jetzt wirklich weg muss, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das doof, wenn das Minibike eingeparkt ist. Ne? Deshalb habe ich es ja immer damals zwischen den Bäumen gestellt. Die sind ja immer nicht mehr da. Naja, mal gucken. Ach ja, Tag 189. Ich bin gespannt, wie die Horde wird, Leute. Ich bin echt gespannt. Game Stage müssen wir leider noch angucken. Müssen wir dran denken, bevor wir in die Horde gehen. Einmal Game Stage einzutippern. Ist ja nicht, damit ich weiß, was auf mich zukommt, sondern ist einfach nur, damit ich weiß, wie hoch es ist. Man kann ja halt, man hat ja die Gruppen nicht eh nicht im Kopf, ne? Aber man möchte natürlich schon mal wissen, wie hoch hat man denn den Game Stage und so. Ne, pass auf, das nehmen wir mit runter. Das fülle ich nochmal ins Bike. Oh, dann ist das Ding auch weg. Jetzt zweimal Escape gedrückt gehabt, das war zu viel. Gut, ich kann mich sogar aufheilen wieder gleich. In aller Ruhe. Weil ich was essen kann, das heißt, ich kann da gleich nochmal ein Stew zu mir nehmen, bevor die Horde kommt, dann ist mir auch wärmer. Mir das Licht angelassen. Siehst du, Lu, und deshalb habe ich das Licht gerne aus. Damit ich das Licht nicht anlasse. Das ist einfach rein von der Logik her.
lichte ich es gerne aus, damit es nicht an ist. Ich auch, also das habe ich noch im Dings. Einer nimmt, kommt wieder mit nach oben. Ja, der Ausflug zum Händler war jetzt ungeplant, deshalb habe ich jetzt natürlich auch nicht so viel tolles Zeug dabei. Das mitgenommen, so meine ich das, nicht dabei, jetzt mal mitgenommen. Da ist das drin, genau, das und das. Da haben wir noch einen Stack Steine. Den Stack Steine könnten wir... Komisch, Elit. Es funktioniert. Ich kann es auch einzeln reinsetzen. Ich weiß nicht, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Du weißt, worauf ich anspiele. Denke ich mir mal. Fleisch wegpacken. Habe ich dafür Zeit? Nee, eigentlich habe ich dafür keine Zeit, das ordentlich wegzupacken, oder? Was meint ihr? Wenn ich so auf die Uhr gucke, ist schon 17 Uhr. Wird schon ein bisschen eng. Warte mal, das stelle ich auf jeden Fall noch auf hier. Einfach weil ich kann. So. Das war da. Das kam nach oben. Dann haben wir hier noch leere Gläser. Den Rest machen wir später. Komm, wir alle. Wir haben die Zeit. Und wenn nicht, nehme ich sie mir. Weiter unten drin. Oh, die Stack nur bis 250. Gut zu wissen. Wupp. So, dann ist das erstmal doof gewesen, weil ich viel zu weit. So, jetzt geht's. Zack, zack. Das, 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 das. Ach, da geht's ja wieder nicht. Ich erinnere mich dran. Ich bezweifle auch, dass ich hier so viele Woodframes brauche, aber ich setze es einfach mal dahin. So, passt. Machen wir hier hinten auch nochmal kurz. Ah, ist noch. Dann ist ja gut. So, passt. Okay, das haben wir. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr ans Bike ran. Das wollte ich noch mal eben da reinpacken und das mitnehmen. Ach, wartet mal, da können wir die Schaufel auch direkt drin lassen. Das ist hier mal erledigt. So, Absicherung erledigt. Damit ich es nachher nicht machen muss, mache ich jetzt schon mal das Licht an. Das verbraucht sich ja nicht wirklich. Ich habe jetzt mittlerweile gute Verbraucher dran. Und einfach just for fun, dadurch, dass der Sprit hier auch voll ist. Ist das jetzt auch an? So, dann haben wir für die Horde schon mal alles vorbereitet. Und dann müssen wir jetzt nur noch kurz bewaffnen, bestücken, wie auch immer man es nennen möchte. Jop. Sieht gut aus. So, da ist nichts mehr drin. Hier habe ich noch kurz was für die Ecke da. So, und dann machen wir uns Hordenfit. Die Mollys habe ich jetzt alle oben. Ich wollte ein bisschen mehr mit Mollys arbeiten dieses Mal, habe ich gesagt. Da sind noch ein paar Slugs. Dann haben wir hier noch ein paar... Und dann haben wir da noch ein bisschen das und hier noch ein bisschen, nee, da nicht, da noch ein bisschen das.
eigentlich so. Gut, so, hier rein, da rein, da kommt's rein. Brauche ich nicht alle. Das weg, das weg. Hunting Rifle, Wooden Bow. Dahin, das weg, dahin. Brauche ich nicht, Poncho halten da. Reparieren. Reparieren. Erledigt. Das reparieren. Die Hose reparieren wir auch. Reicht. Warum kann ich die nicht... Achso, muss ich mit W machen? Okay. Den machen wir wieder heile. Das reparieren wir und dann ziehen wir das auch wieder an. Woher? Da oben ist es, ne? Ja. Oh, hab ich mich verjagt, Leute? Hab ich mich verjagt? Boah. Mal gucken, welche von beiden ausreicht. Den nehmen wir. Okay. Wir haben genügend Militärwesten gelootet letztens. Das passt schon. So. Los geht's. Material. Crossbow mit Exploding Bolts. Raketenwerfer als Sicherung. Die weg. 1, 2, 3. Machen wir da eine 4 raus, dann lassen wir das doch da. SMG setze ich mal nach vorne. AK setze ich mal nach hinten. Dann kommt das Bier, dann kommen die Mollys hin. Das haben wir oben noch. Einfach nur, weil wir es gerade können. Der muss noch nicht repariert werden, der ist noch so einigermaßen fit. Der geht auch noch. Das ist durchgeladen, das ist gut. Auch der ist durchgeladen, auch das ist gut. Mollys kommen noch da, also First Aid Kits kommen noch dahin. Mollys würde ich noch da setzen. Wobei, komm, wir machen das anders. Wir setzen die Mollys noch da und setzen das First Aid Kits in die Mitte. Und dann kommt da das Bier hin. Genau, das passt. Dann haben wir das. Hier nehme ich mir noch eine Bandage mit. Das passt soweit. Die können wir hier lassen. Das Holz stört mich jetzt auch nicht unbedingt. Ich wollte noch was essen. Einmal um aufzuheilen. Und dann noch was trinken. 99. Sollte mir erstmal reichen. So, mit dem Stu werde ich ja wohl... Ach, ich wollte das auch erst essen, wenn es losgeht. Ja, aber mit dem Stu werde ich ja wohl ausreichen. Wird es ja wohl ausreichen. Ja, ihr wisst, wie ich das meine. Zement können wir schon rausziehen, wieder ein paar. Ist ja nicht viel, aber Kleinvieh macht halt auch Mist. Licht lassen wir an. Oben ist alles an. Jetzt muss man eben gucken, was da...
rumgeballert hat und beziehungsweise was mir in die Spikes gerannt ist. Kenn das doch. Sicherlich irgendwas in die Spikes gerannt. So, Mollys. Ersatzmollys. Die würde ich am liebsten schnell kriegen. Die setzen wir dahin. Da muss ich nicht ran. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Und falls wir einen Splint brauchen, haben wir da auch einen. So, ich habe 80 Mollys in der Tasche. Das wird ja wohl ausreichen. Bier. Prost. Gut. Ich habe so einen Verdacht, Leute. Ich habe so einen doofen Verdacht. Okay, hier hat nichts geschossen. Ich würde sagen, da... Ah. Oh nö. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt kurz vor... Seht ihr das auch, was ich sehe, ne? Der Zaun ist wieder kaputt. Kurz vor der Horde wieder, ey. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen, Leute. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen, ey. Immer dieser Stress. Der ist funktional. Der nicht. So. Ist jetzt noch was dran? Nein. So, wenn ich jetzt hingehe und sage von dir. Ach da, dann ist es jetzt dran. Ja, passt. Gut, so, das läuft, das läuft, das läuft. Nur sicherheitshalber. Wie gesagt, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Mal wieder hier vorne mache. Wir können es ja auch mal auf die andere Seite verlagern. Mir ist diesmal sehr warm, weil ich das Stu gefuttert habe wahrscheinlich. Okay, so, und damit ich noch ein bisschen Zeit habe gleich, verabschiede ich mich jetzt schon. Wir sehen uns dann gleich wieder. Dann kommt die Tag 189er Horde. Ich bin gespannt drauf, wie sie diesmal sein wird. Und ich denke mal, wir werden es diesmal da vorne in dem Bereich machen. Ne? Mal gucken. Also, damit ich noch Zeit habe. Ne? Macht's gut. Bis morgen. Und habt einen schönen Tag. Tschüssi.